und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob. Wir machen heute weiter mit dem Apfeleimer, wenn wir das auch jetzt dürfen, oder? Weil da fehlen nämlich auch zwei Goldene, wenn wir da brauchen, theoretisch nicht, ja, aber ich möchte... Ja, hier wird Essen serviert, aber was keine Liebe. Wir brauchen 75? BDF? Wie haben wir denn überhaupt? 66, das fehlt noch 9. Oh Gott, ernsthaft? Okay, dann ist das leider das Einzige, was ich euch nicht zeigen kann, wenn wir die Custom Funbänder nicht dafür haben. Ich habe nämlich leider einige mit weggelassen. Dann machen wir heute das Finale. Machen wir jetzt das Finale, wahrscheinlich. Ich hätte gedacht, dass das jetzt dauert. Ja, sorry, dann kann ich es nicht machen. Dann ist es halt so. Gut, dann gehen wir... Bereit für eine Runde Schwammball? Zum Finale. Zu Schiffsgedürft des fliegenden Holländers. Damit starten wir heute. Der Schiffsfriedhof. Irgendwo in diesem gruseligen Durcheinander erwartet uns ein furchterregender Geist. Oder wir machen es danach noch, ja, Team. Weil wir sollen ja, wenn wir 9 Pfannenwender haben, dann hätten wir 75, dann können wir das Labor machen. Ja, aber wahrscheinlich wird es auch noch hinauslaufen. Aber es ist schlimm. Gut, da ist der gute. Wer wagt es, den fliegenden Holländer zu stören? Hey, Georg. Ich bin's, SpongeBob. Ich brauche keine Kekse. Ich hab keine Kekse. Ich bin doch gar kein Pfadfinder. Hör mal, Junge, ich bin gerade viel zu aufgewühlt, um dich zu Tode zu erschrecken. Komm später wieder. Was ist denn los? Es sind diese verdammten Roboter. Sie haben mich von meinem eigenen Schiff geworfen, haben Sie? Von seinem eigenen Schiff geworfen zu werden, ist genauso, als ob dir von einem flüchtigen Bekannten die Unterhose runtergezogen wird. Das ist eine sehr traurige Sache. Ja, dann ist eine fiese Sache definitiv jetzt auch. Jetzt haben diese Roboter ihr eigenes Piratenschiff und ballern sich gegenseitig weg. Kann ich vielleicht irgendwas für Sie tun? Nun, da du schon fragst... Geh auf mein Schiff und benutze die Kanonen, um das Roboterschiff eigenhändig zu besiegen. Noch irgendwelche Fragen? Gibt es diesen wunderschönen Hut auch in Größe 3? Nein, aber wenn du das machst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender als Beute. Und jetzt Abmarsch! Na denn! Blasenpower! Oh, dich... Das wird wahrscheinlich von der Zeit nicht reichen ganz. Doch, reicht. Aber lass mich raten, da vorne ist irgendwo eine Maschine, die natürlich ein bisschen... Nee, doch, nicht völlig. Da ist die Kiste vor allen Dingen. Klappe. Eine Kiste. Die uns dann wahrscheinlich irgendwann mal... Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen. Nehmen wir trotzdem mit. Jetzt habe ich schon irgendwo einen Angelhaken. Und ist das bestimmt hier wieder so ein. Nö, es ist mit Sandy. Okay. Ach, das erinnert mich wie so ein Jahrmarkt. Oh, ich klappe jetzt. Okay, die sind schon aktiviert, die Dinger. Alle Chlor. Ach, die sind gar. Ach, die müssen wir noch aktivieren, oder was? Das ist nämlich ein bisschen scheiße, würde ich sagen, zum Hochklettern. Ach, hier. Manchmal ist es total befriedigend. Ah! Ein kleines Rätsel. Drück. Du bist jetzt bestimmt auch noch eins, oder? Ja. Dann machen wir das irgendwie so. Und stehen wir die irgendwie so, dass wir die jetzt auch nutzen können. Ah. Man nennt mich auch Schwamminator. So, die haben wir schon mal als Geschichte, die drei.
frisch wie eine Frühlingsbrise. Und hier sind wieder weitere Dinger zum Schieben. Wir haben einen Checkpoint erreicht. Jetzt räume ich das mal kurz das Ding hier aus dem Weg. Und da oben ist irgendwas zum Treffer. Ich weiß noch nicht was. So, probieren wir uns einfach aus. Probieren wir mal studieren. Den habe ich schon im Intro gesehen. Ah, okay. Ah, das war ein weiterer Sanninventary. Und wie gesagt, wenn wir 9 Stück finden, oder halt die 9, dann läuft das wahrscheinlich drauf hinaus, aber wir müssen da ein bisschen rein, oder? SpongeBob an Einsatzleitung, es kann losgehen. So, den schießen wir mal kurz weg, den Kollegen. Und dann steht da vorne noch irgendeiner. Also, ich mach das noch. Lass mal mit hier Big Boss. Den Big Boss wegschießen. Ich hoffe, das ist schon der Zweck, der ein bisschen enger werden, oder? Ja, natürlich wird das enger werden. Das machen wir also dann später. So, jetzt müssen wir mal kurz erstmal ein bisschen hin und her schieben. Wo müssen wir da hoch? Wir müssen wahrscheinlich da hoch, ne? Ja, natürlich. So. Wie gesagt, ich würde es halt gerne irgendwann mal fertig machen. So. Komm ich da so hoch, oder nicht? Ja, oder nicht. Natürlich nicht. Warte mal. Du musst das. Du bist das. Okay, dann verstehe ich das jetzt gerade, ja. Damit. Und du musst wahrscheinlich darüber, oder? Kannst du darüber geschoben werden? Nö, kannst du natürlich nicht, weil du bist fest. Ergo muss da natürlich jetzt einer. Warte mal kurz. Du bist fest. Du musst also quasi hier einen hinkriegen, ne? Das heißt, es sind alle 4 müssen benutzt werden. Oder was? Ja. Warte mal. Warte mal. Frage, wie machen wir es? Du musst da jetzt irgendwas wahrscheinlich. Ich habe die Frage, blöde Frage. Schaffe ich das so? Das ist sowieso nicht. Okay. Okay, okay. Ja, warte mal. Ich kann ihn aber auch nicht drehen, oder? Wir drehen es ja nicht, oder? Oder einfach so. Zwar nicht ganz sauer koscher, aber vielleicht nicht, wahrscheinlich nicht ganz koscher, aber wir haben es ja zum hingekriegt. Okay, der Meister hat uns besonders gern. Ja. Hä? Wieso sind wir tot? Hä, ernsthaft? Also wie rate ich, dass die Dinger als Mann schieben? Wenn ich eckig und ein Schwamm bin, werde ich mich nicht im Stich lassen. Ah, natürlich. Du musst natürlich jetzt wieder rüber. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück. Ich geh mal da rüber jetzt. Meinen kleinen Blasen. So, da habe ich noch nicht gesehen, der Kollege.
Aber reicht das von der Zette? Ja. Perfetto. Dann habe ich die zumindest mal schon mal weg und gehe mir nicht mehr auf den Senkel. Es glänzt. Autsch. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Entweder. Klappe. Genau meine Größe. So. Out. Natürlich! Ernsthaft! Ich habe mich schon versteckt. Ich lasse dich mal runterfallen. Das ist nämlich immer besser. Also ich hatte, ich habe jetzt natürlich wieder die ganze Scheiße an der Wacke. Ich kann jetzt einfach wieder starten. Ja, warum nicht? Ich bin auf den Senkel. Das heißt, ich darf jetzt nochmal schieben. Du musst jetzt wahrscheinlich wieder darüber, ne? Und die Zeit trifft 10 Minuten gerade mal erst. So, von der Zeit her. Yes. Von der Zeit her passt das ungefähr. Ich komme! So, du hast mich natürlich jetzt noch nicht mitbekommen. Ja. Oh, natürlich hast du schon mitbekommen. Ich mach mal dran Checkpoint, das wäre total toll. So, der ist weg schon mal, der Kollege hier. Das heißt, ich habe ein bisschen da die Luft. Hey! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Alle Neune! SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. So, den nutze ich mal gerade. Ja, habe ich den vielleicht sogar schon gekriegt vorher. Und dann habe ich zumindest da die Luft, zu atmen. So, der ist Gott sei Dank schon mal weg, der mich eben gerade gekillt hat. Das heißt, Abflug darüber. So, da habe ich nämlich nur noch die kleinen Roboter. Glück gehabt. So, die sind auch weg. Was? Wo ist die Holle? Das ist die Drecksmaschine. Da oben! Ich will mich einfach... So. Oh, Alter. Da oben ist die Maschine drin. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann muss ich die nur kurz Kleinholz machen. Weil sonst spawnen die mit zu viele Roboter, sonst habe ich keine Ruhe. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Geh. So heiß ist es kotzen. Die habe ich doch schon gehabt, die Maschine. Warte. Jetzt ist er kaputt. So, jetzt habe ich nämlich die Ruhe. Weg, die komischen Roboter zu eliminieren. Ohne dass ständig was nachspawnt. So, habe ich jetzt die Ruhe oder ist da noch mehr jetzt irgendwo? Nee, haben wir nicht. Okay, dann ist Ruhe. Sehr schön. Die Rätsel. Ja, die kennen wir doch. Die kennen wir doch mittlerweile, die Schieberätsel. So, so. So. Nein, bleib hier. Aber kurz. Wir nehmen mal das Ding jetzt gerade hier rüber. Ich vermute, dass das
Okay, du willst gar nicht darüber. Warte mal. Für das Zweite dazu. Was war wieder hoch jetzt oder was? Das hat eine nähere Bedeutung jetzt. Das hat doch keine. Hat das irgendwie eine nähere Bedeutung, das Ding? Ah, da oben ist ein Drücker. Ah. Der wahrscheinlich eine Brücke spawnen lässt. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Gut, okay. Da stehen sie wieder in aller Reihe, aber wie soll ich sie hinkriegen? Ich weiß nicht, ob man wirklich in eine Reihe gehen würde. Ah, aber das wird so vielleicht schon mal sein Sinn. Perfekt. Das war der Gedanke dahinter. So, sehr geil. Okay. Jetzt haben wir nämlich da die Bahn. Okay, jetzt wollte ich gerne, dass du die Blume da auch mitgenommen, weil dann ist es jetzt auch nicht so wichtig. Wir haben einen weiteren Fallmender. Oh ja, Checkpoint. Perfekt. Nummer 67. Wow, 75 und zumindest bleibt das Tambor da frei zu machen. Geschenke öffnen ist klasse. Na cool. Gut, weiter geht's mit dem Schiffsfriedhof in der nächsten Episode.